Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Lurch und Lama. Es ist Freitag. Ihr habt es geschafft. Die Woche ist rum. Ihr habt es geschafft, eine weitere Woche hinter euch gebracht. Eine Woche voll absurder Hitze. Also wirklich, wow. Zwischendurch dann zum Glück ein abkühlendes Gewitter und jetzt ist es besser. Und ich freue mich sehr auf heute Abend, denn nach einer langen Pause haben wir endlich wieder einen Schätzestream. Wir haben einen Schätzestream. Und heute habe ich einen tollen Gast dabei, ein Urmitglied der Lurch und Lama Community. Schon ewig dabei. Weißt du, er war schon dabei, da gab es Lurch und Lama noch gar nicht. Und heute ist er hier. Herzlich willkommen, Tigerdrache. Danke. Schön, hier zu sein. Ja, ich finde super, dass du hier bist. Ich freue mich maßlos darüber, dass wir endlich wieder einen Schätzestream machen. Erklärung für euch da draußen, vielleicht ein paar Leute, die seit dem letzten Schätzestream erst dazugekommen sind und nicht wissen, worum es geht. Ich fand es schön, mich mit Leuten aus der Community ab und zu vor der Kamera zu unterhalten. Und zwar über das beste Hobby der Welt, nämlich Rollenspiel. Und Rollenspiel ist ein sehr, sehr emotionales Hobby. Es bedeutet uns allen unglaublich viel. Also, wir müssen Trinken auf Trinken machen. Jetzt schon. Prösterchen. Prost. Und hier Pommesgabel gibt es auch noch hinterher. Und deswegen unterhalte ich mich heute mit dem Tigerdrachen über seinen Hort, über seine Schätze. Und wie immer geht es uns dabei nicht drum, zu zeigen, hier voll seltene Sammlerausgabe, die steht bei mir im Schrank, habe ich aber noch nie gespielt, ist ein Investment für mich, kostet 8.000 Euro, nur die erste Seite. Das ist mir total egal. Wir reden heute darüber, was die emotional wichtigsten Stücke im Drachenhorn von Tigerdrache sind. Und ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast. Ich freue mich, dass es mal geklappt hat. Ja, wir haben ja schon lange geplant eigentlich, ne? Ja, ich habe schon ein paar Mal, aber waren noch ein paar andere von mir. Aber gut. Seit wann machst du eigentlich Rollenspiele? Ich mache Rollenspiele seit 1984. Mein cool. Vater, der in einem Buchverlag gearbeitet hat, kam dann mal an, hey, da ist so ein Spiel, lass uns das mal spielen. Halt das schwarze Auge. Mhm. Und ich habe einen Charakter erwürfelt. Und da ich mit 8 Jahren, also ich war 8 Jahre alt, noch nicht so weit war, hieß er Alrik. Und diesen Alrik habe ich sehr lange gespielt. Ich habe damals, also wir haben jedes Kaufabenteuer, das es damals gab, geholt. Und ich habe es entweder mit Freunden oder mit der Familie gespielt. Aber du hast dann tatsächlich, gehörst du zu den armen Leuten, die wie ich Bobberats Turm gespielt haben? Ja, ich habe es verdrängt, aber ich habe es gehabt. Ich weiß definitiv, ich habe es gehabt und wir haben es auch gespielt. Und wir fanden es ein bisschen komisch, ein bisschen spacig irgendwie. Mit UFOs. Ja, ich glaube, wir kamen nicht so damit klar. Wir kamen nicht mit jedem Abenteuer klar. Also ich habe auch viel gelernt in der Zeit. Das Wichtigste oder das Großartigste war für mich Verschollen in Al-Anfa. Oh ja. Wo dann eine Stelle gibt, wo man durch einen Schacht in ein großes Gefäß mit Wasser reinfällt, das quasi bis zur Kante halt voll war mit Wasser und dann kommen noch von oben Schlangen rein und unten sind Piranhas. Und dann musste mein Vater mit mir ins Bad gehen und anhand der Badewanne und eines Eimers und eines Schlauches erklären, wie ich als Spieler aus dieser tödlichen Falle rauskomme, weil du dann irgendwie Schlangen benutzt hast, um das Wasser aus dem Gefäß zu lassen, um dann ganz unten eine Tür, die nach innen aufgeht, aufmachen zu können. Ja. Sehr, sehr cool. Da habe ich auch viel gelernt. Soll man mal sagen, man lernt durch Rollenspielen nichts? Nee, man lernt definitiv was. Also ich habe sehr viel Englisch und Umrechnen von sowas wie
Fuß in Meter und so. Also, das habe ich gelernt. Also, das ganze Zeugs. Ja, das ging, glaube ich, sehr schnell. Also, ich war nie ein guter englischer Schüler in der Schule, aber ich habe mich auch sehr, sehr viele englische Bücher gewälzt, weil A, gab es die Deutschen nicht, oder B, fand nur die Übersetzung kacke. Ja. Also Übersetzungsprobleme gab es schon immer. Ja, und das hat uns ja, davon abgehalten. Ich werde nachher an der passenden Stelle mal ein Beispiel sagen, was mich mal persönlich geärgert hat oder womit ich nicht klarkam. Ja, jedenfalls war irgendwann mein Allred Stufe 20. Es gab kein Abenteuer mehr, das man kaufen konnte und spielen konnte. Wir haben mit Freunden mal uns dieses Oh Schwertmeister-Set mein Gott, das war so schlecht. angeguckt, aber wir kamen nicht klar. Das ging nicht an uns. Dieses Würfeln, Würfeln, Würfeln und dann gucken wir mal, wer tot ist. Die Schwertmeister-Box war sehr gruselig schlecht. Ja, es Puh. hat nicht funktioniert. Nee, das stimmt. Hat sie nicht. Ich hatte sie auch. Aber ja, es hat. Ich kenn tatsächlich auch niemanden, der wirklich mit dem Schwertmeister-Set gespielt hat. Also nicht lange. Ja, mir fällt auch nichts an. Ja. Ich habe Aber aus lass der, uns mal anfangen. ja, ich wollte sagen, aus der Zeit habe ich nichts mehr. Ich habe nämlich alles wieder weggegeben. Ich habe viel verloren. Ein paar Sachen, die mich heute ärgern. Aber gut. Ich fange mal an und komme eigentlich fast auf den Halb des Tages. Aber das war Zufall, weil ich das eigentlich schon vorher geplant habe, das zu zeigen. Jetzt müssen wir nur gucken wegen dem Licht. Der Almanach der Magie von AD&D Second Edition. Second Edition, und da nehme ich auch gleich das zweite Buch dazu. Alles über Magier. Second Sehr, sehr cool. Edition Advanced Dungeons & Dragons. Ja, wir haben mit der ersten Box angefangen. Ja, ganz klar. Und ich war super begeistert. Auf einmal gab es sowas wie einen Kleriker, so ein Kampfmönch-Priester. Es gab auf einmal sowas wie Rettungswürfe und anderes Zeug, was ich halt vorher in DSA nicht erlebt habe. Und es gab auf einmal verschiedene Würfel. Ja, Ja. auch großartig. Ja. Und dann haben wir kurze Zeit später die Advanced Dungeons & Dragons Geschichte. Ich habe auch das Spielleiterhandbuch genommen im Schrank, aber das ist ja schon fast ein alter Hut. Und ich habe das hier rausgewählt, weil irgendwann habe ich einen Magier mal gebastelt. Also wir haben uns damit vertieft und was man so alles spielen kann. Und ich habe einen Magier gebastelt und deshalb hatte ich diese zwei Bücher. Weil ich dadurch in der Lage war, einen richtigen Magier zu bauen. Ja, hier gab es zum ersten Mal sowas wie Schulen. Was für eine Art von Magier du nimmst. Ich glaube, ich hatte einen, nee, Beschwörung hatte ich nicht, so einen Hervorrufungszauberer. Und da war viel, da steht echt viel drin. Und ganz nebenbei, dazu komme ich auch nochmal, ist halt das Artwork. Also das Artwork von Dungeons & Dragons Larry Elmore in weiten Teilen. ja, hat uns einfach fasziniert. Ja. Diese Bilder, Wahnsinn. Es ist halt viel, viel epischer als DSA gewesen. Richtig, So, also richtig. es ist weit über das hinausgegangen, was DSA gemacht hat. Und wenn man einen Stufe 20 Charakter bei DSA 1 oder 2 hatte, dann konnte der schon viel. Aber einen Stufe 10 Magier bei AD&D konnte immer noch mehr. Ja, also ich weiß noch, irgendwann war es irgendwie episch mit, wir kamen in Kampf, mein Magier hat eine Schlangenhaut gezaubert und magische Pfeile und Doppelgänger und hat dann richtig halt dann gekämpft, er ging dann ab. Also das hat auch Spaß gemacht, wie gesagt, das Ganze zu machen und das sogar noch unabhängig von Welten. Also wir haben uns am Anfang gar nicht so um die Welten gekümmert. Forgotten Realms hatten wir natürlich erlebt, aber da komme ich gleich zum nächsten. Was dann natürlich dann voll reingehauen hat. Ja, Drachenlanze. Oh, du hast tatsächlich die Drainlands-Box. Ich hab die Dragonlance Box. Wow. Das war der Hammer. Also Ja. ich habe die Bücher verschlungen. Ich glaube, das haben wir alle. Ich Mal in habe den Chat die gefragt, wer hier hat nicht
Weil alles andere, dann schreiben zu viele. Wer hat nicht die Drachenlanze gelesen? Also, das würde mich interessieren. Schreibt mal da rein. Wir quatschen weiter so lang. Ganz Oder wichtig sind halt doch ganz schön viel. dieses Buch. Auch hier wieder habe ich irgendwo. Ne, das doch, da habe ich es. Ja, so, hat mir wieder was Ja, im Bild. sehr, sehr geil. Ich finde ja, die Drachenlanze hat einige der archetypischsten Charaktere im Fantasy nach vorne gebracht. Also die Charaktere der Drachenlanze finde ich wirklich mega großartig. War das halt. Ich bin ein wahnsinniger Raistlin-Fan. ja, und du hattest halt quasi den Urtyp des Halbelfen. Also Ja. da war quasi diese: Ah, bin ich ein Mensch, bin ich ein Elf, zu wem gehöre ich? Ja, ich habe einen Bart, weil ich unter Menschen rumlaufe. Hier noch einer meiner Lieblinge aus verschiedenen Gründen. Das ist Karamon, oder? Nee, Nee. nein, Das das ist ist schon, Raistlin. nein, das ist schon ein bisschen weiter. Ich Die, kann es gerade nicht richtig erkennen. die, das sind Elf, Ah. quasi ein Schwarzelf. Und das ist Tiger Maier. Ah. Das war dann, es gab ja erst die Blabla der Drachenlanze, dann gab es die Chroniken der Drachenlanze, glaube ich, Die dann die, Kinder der Drachenlanze war, glaube ich, auch noch. ja, Legenden und genau. Und die Geschichte, also in der Fortsetzung quasi, versucht sich Raistlin zum Gott aufzuschwingen und macht halt ein bisschen rum, paktiert mit seiner Schwester, die Drachenarmeen halt quasi, die bösen Oh mein Gott, Drachenarmeen. die Story in dem Buch ist Ja. so krass, als er seine Sanduhraugen bekommt. Und diese Prüfung in dem, ist das ein Turm? Ich glaube ja, ne? Ja, Diese der. Prüfung in dem Magierturm, die er da hinter sich bringen muss und körperlich völlig am Ende blutspuckend wieder rauskommt. Und sein Bruder Karamon, der eigentlich ihn inzwischen eigentlich mehr hasst als alles andere. Und trotzdem immer bei ihm bleibt, weil er halt sein Bruder ist. Das Es ist ist sehr, sehr geil. am Anfang ist es irgendwie so langweilig. Also da denkst du, oh, der Kameramann, dauernd weint er da rum, ja. Und dann hast du irgendwann, wenn du alle Bücher so nimmst, hast du voll die Entwicklung von dem. Und dann am Schluss sagt er: Du, ich habe gesehen, was mit dir geworden ist. Wird scheiße für dich, aber mir ist egal, ich bin fertig mit dir. Tschüss. Ja. Ja. Super Geschichte. Also im Spielen immer ein bisschen schwierig. Wenn du halt die aktuelle Drachenlandskriege halt nimmst, wie baust du die Gruppe da rein? Was macht deine Gruppe? Ja, was hat die als Feinde? Ja, das war immer sehr schwierig, aber die Box halt großartig. Es gab auch quasi für jeden, warte mal, gerade versuchen. Es gab Ja. für jeden dann die so vorgefertigte Charakterbogen, wo die Werte drin standen. Sehr cool. Wieso auch immer. Aber ich kann mich auch an einen Dungeons und Dragons Buch erinnern, wo die Werte für alles Mögliche drin stand, einschließlich was für Werte hatte Arthurs und seine Irgendwann gab es Werte für Götter. runde Tafel da. Ich bin ja der Meinung, alles, was Werte hat, kannst du töten. Und Ja. deswegen bin ich ein Freund davon, dass es manche Sachen gibt, die keine Werte haben. An Ja. alle, die Drachenlanze nicht gelesen haben, und ich merke gerade, das sind einige, ich finde, die Drachenlanze gehört für alle Fantasy- und Rollenspiel-Fans Oh ja. ein Stück weit zur Pflichtlektüre. Das ist sowas Also, wie Der Herr der Ringe, was Margot man irgendwann mal gelesen haben sollte, ist es die Drachenlanze auch. Weiß, Tracy Hickman, einfach super. Ja, einfach super. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Sollte man lesen, ja, weil es auch so viel Stoff drin hat. Und es war halt nochmal gegen die Forgotten Realms mit den Weißroben, Rotroben und Schwarzroben-Magier mit drei verschiedenen Monde war das spannend. Die Ritter von Solamia, die Drachen und so weiter. Tolle, epische Geschichte. Und die wird einfach auch nicht langweilig. Ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Heute war es soweit, ne, wo du sagst, AD&D, es passt so extrem gut.
Was sagst du zum Trailer? Also, da ist immer diese Spur skeptisch nach 1, 2 oder 3 Dungeons & Dragons Die alle Filmen. furchtbar waren, jeder einzelne. Aber ich bin jetzt eigentlich schon begeistert. Also mich hat es angesteckt. Ich wollte das nicht, ich will ein bisschen skeptisch sein, aber mich hat das angesteckt. Weil du schon so viel gesehen hast an Monster, die passen. Und vor allem gegenüber all den anderen Filmen hast du einen riesengroßen Vorteil. Du hast tatsächlich eine Abenteuergruppe da drin. Du hast einen Barden, also einen Zauberer, Sorcerer, Hexenmeister, glaube ich, im Deutsch. Paladin, Paladin, Kämpfer. einen Druiden, der böse ist ein Dieb, also mit den Bösen bin ich mir noch nicht so sicher, aber Hugh Grant ist ein Dieb. Du hast klassische Charaktere, ja, also gerade auf der Abenteuerseite, wie so eine Abenteuergruppe halt ist, ja. Und was ich ganz, ganz klassisch fand, war halt ganz am Schluss, wo die Druidin den Barden fragt, ja, was machst du? Ja, ich schmiede Pläne. Ja, und dann ja, schmiede ich weitere Pläne, falls die ersten nicht funktionieren. Ach so, du schmiedest also Pläne, die nicht funktionieren. Ja, Ja, ist so geil. Oh, und er spielt die Klampfe. Darüber reden wir nicht. Oh, ist so gut. Ist so gut. Also die Besetzung ist gut. Ich finde, es ein super Schauspieler. Es ist gut. Wir hatten auch gute Schauspieler bei den alten Filmen dabei. Es Ich bin ein großer Fan von, wer hat den Jeremy Bösen? Irons. Jeremy Irons, ein Riesenfan von Jeremy dem. Irons tat mir so leid. Ich glaube, er hat danach seinen Agenten gefeuert, weil er in so einem Film spielen musste. Aber der jetzt, Hammer. Also ich finde den Trailer sehr, sehr, sehr gut. Wir haben, wie gesagt, schwarze Drachen, die nicht Feuer speien. Wir haben Underdark gesehen, ganz kurz. Ganz kurz das Underdark. Ja, ganz kurz Underdark. Waterdeep. Waterdeep unten, Neverwinter war zu sehen. Und Ja. ich weiß nicht, du hast es erwähnt, darf ich dich spoilern, weil ich es so großartig finde? Ja, hau raus. Es gibt ein Interview, das du halt angefangen hast zu gucken, wo die Monster beschrieben werden und dann sagt der Chef von Wizard, sagt, dass die Macher von dem Film ihn gefragt haben, wir bräuchten ein Gefängnis. Ja, und dann erzählt er, ja, was nehmen wir denn da? Und dann erzählt er, dass er in Frostmaiden, dem Abenteuer Frostmaiden, haben sie ein Gefängnis eingeführt, das sie nur eingeführt haben für den Film. Ach, geil. Ja, und sowas finde ich großartig. Das Ja. finde ich großartig. Ja, Der Film kommt im Kino Regenbogenkrieger. Und zwar ist der Filmstart der 2.3.2023. Dritte, dritte? dritte, dritte. Dritte, dritte. Der dritte, dritte. Wir haben heute schon die Idee, ich muss noch mit dem Kino in Limburg sprechen. In Limburg? Hat mir Limburg gesagt? Du hattest ursprünglich Frankfurt gesagt, wegen Ja, Mexikaner. wir gucken mal. Limburg ist ein gutes Kino, das Cineplex. Ich werde mal anrufen und fragen, wie viel man zusammenkriegen muss, um einen kompletten Kinosaal zu bekommen. Und dann machen wir eine Lula-Aktion und gehen alle zusammen ins Kino. Es wäre großartig. Also Also egal, wie wir wirklich das machen, es ist am großartig. besten. Ich habe geguckt, der kleinste Saal war, hat 99 Plätze. Ich glaube, das wird ziemlich geil. So mit ein bisschen Voraktion, hinterher noch über den Film diskutieren. Das ist geil. Wir können dann bloß nicht zu dem Mexikaner gehen, wenn wir das machen, weil der keine 99 Plätze hat. Das ist, nee, das schafft er nicht. Dann müssten wir mit dem reden, dass der Essen ins Kino liefert, in den Saal. Wir gucken mal. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich auch, also So, du. back to Schätze. Ja, Victor, schätze, ich bleibe noch ein bisschen, Wir bleiben bei D&D. nur ganz, ganz kurz, weil, um zu zeigen, dass ich ein Fan bin. Ich habe nicht nur die Bücher, ich habe auch, So, Pass. Die Legenden von Yuma, Drachenlanze. ich habe auch die Comics. Sehr schön. Und halt nicht nur von der Drachenlanze, sondern auch Vergessenen Reiche auch. Ja. Von Drittstionen, Salvatore. ja, Geil. tolle Comics, toll zu lesen, ja. Also macht einfach,
wie gesagt, Geschichte ist super. Also Salvatore, das ist ja auch ein Meisterwerk, was er da geschrieben hat, was da alles dazugehört, diese bösartigen, hinterhältigen, sich gegenseitig fertig machenden Joe, diesen genialen Assassinen, den er da noch erfunden hat, neben den Helden halt, die es da gibt. Sehr schön. Und einen der archetypischsten ehemals Schurken bzw. Bösen, danach zu den Guten gehören, Drizzt, Drizzt D'Urden, Ja. der ja auch ähnlich wie Caramon, Raistlin, Kitiara ähnlich archetypisch ist. Sehr, Du sehr geiler Charakter. kommst um Dunkelelfen halt nicht mehr drumherum. Also fast jedes gutes Setting braucht einen Dunkelelfen oder so. Also als Rasse oder so. Tieflinge Gut. gehen auch. Gut. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter, also ein bisschen weiter weg von Dungeons und Dragons, bleibt aber noch im Fantasy-Bereich. Ich habe aus meinem Bücherreich ein Supplement rausgesucht, die Nisen of Earthdawn. Sehr geil. Es ist ein reines Fluffbuch, quasi für Vierfelder von Earthdawn. Zwerg, Ork, Troll und den Obsidian. Hast du Earthdawn gespielt? Ich habe Earthdawn gespielt, ich habe Earthdawn geliebt. Und dazu muss man sagen, ich habe es auch teilweise für das beste Würfel-Rollenspiel damals gehalten. Heutzutage würde ich das nie mehr sagen, dafür ist die Wahl zu groß. Ich auch nicht. Aber damals war es für mich, weil es funktioniert hat. Dazu muss man sagen, wir waren auch Mathematiker in meiner Spielgruppe. Also irgendwie entweder haben wir Mathematik oder Informatik in den Abschlussprüfungen gehabt. Wir haben also auch oft dann mit Statistik und Würfelwahrscheinlichkeiten rumgespielt. Und deshalb fanden wir Earth dann auch ganz cool. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass du teilweise durch einen Anstieg schlechter geworden bist. Also es gab Anstiege, wo du einfach dadurch, dass Würfel ja explodieren und wenn du 2 W6 oder einen W8 hast, sind die W6 immer noch besser. So, also. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit des Explodierens einfach viel, viel höher ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit des Explodieren hat einiges wieder verändert, da gebe ich dir recht. Aber das ist auch ganz witzig, wenn du etwas, wenn du so ein Element hast, wo das unberechenbar ist. Ja. Ja, klar. Und wo du dann auf einmal sagen kannst, auch der Typ mit dem D4 haut da noch was raus. Ja. Ich habe Anfang dieser Woche habe ich erst dann auf den Lurchenlauer Discord-Server gespielt. Ein Einsteiger-Abenteuer. Und hatte zu Hilfe Foundry genommen. Und es hat da ganz viel Zeug dafür noch rausgehauen. Und wenn du dann halt so, wenn du würfeln lässt und du siehst dann auf einmal Werte, so 20, 30. Also der eine hat zugehauen, ich glaube, er hat einen Troll gespielt. Ja, ich habe eine 14 zum Angreifen. Nicht schlecht. Und der andere der Gegner hatte dann beim Ausweichen hat er explodieren lassen und hat eine 30 gewürfelt. Okay, er ist halt diesen wunderbaren Schlag, also noch besser ausgewichen. Ja, hat nicht Ja. irgendwie eine dreifache Pirouette gedreht und hat dich alt aussehen lassen bei deinem perfekten Schlag. Ja. Es macht noch Spaß. Also ich sage jetzt in der Ich finde vierten auch. Edition, es macht noch Spaß. Damals war es halt auch großartig. Zum einen fliegende Schiffe. Du hast fliegende Schiffe gehabt, du hattest sehr viel Magie dabei gehabt, du hattest Thrang, Echsenwesen gehabt, du hattest nicht nur Krieger, sondern Schwertmeister. Und wenn du es gerade mit so Thrangs kombiniert hast, die dann so blumig, musstest halt blumig rumregnen und sagen: Ah, komm, ich fordere dich heraus zum Duell, und versuchst deine Legende aufzubauen. Das hat mir gefallen. Ja, das war Was sehr war schön. dein Lieblingsadept? Deshalb das Buch. Ich hatte eine Menge gespielt und es ist eine Menge gestorben. Hat mich bei vielen nicht so wohl gefühlt und dann habe ich das Buch geschenkt bekommen. Und ich hatte dazu auch das Gegenstück für die Zirkel, für die Klassen. Und ich hatte dann durch diese zwei Supplements habe ich mir einen Obsidian Elementarist gebaut.
Sehr schöne Kombi. Und ich war so drin in dieser Spezies und in dieser Klasse quasi. Ich war so drin. Ja, das hat so viel Spaß gemacht, ja, weil du dann halt wirklich was erzählt hast von dem Wesen des Obsidian, von dem Wesen des Elementaristen. Du hast die Welt quasi aus deinen Augen erklärt, wie sie funktioniert und so weiter. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Das ist, ich hab so einen roten Faden. Das ist Geschichte halt. Ja, und die Geschichten, die du dann übernehmen kannst, also die großartige Leute geschrieben haben, ja, und du kannst sie dann benutzen und damit zu spielen, es ist halt großartig, ja. Es hat wunderbar viel Spaß gemacht. Bei mir war es ein menschlicher Tiermeister. Und die werden ab dem sechsten Zirkel zu so unglaublich sagenhaften Kampfmaschinen. Wenn du erstmal Claw Frenzy dazu bekommst, ist halt vorbei. Also dann mit deinen Krallen bringst du halt einfach alles um, was dir in den Weg kommt. Also waren auch Kleinigkeiten, meine Orks zum Beispiel, dann kriegst du so mit, dass sie die Angewohnheit haben, durch die Gegend zu spucken. Aber es kommt darauf an, ob sie nach links oder nach rechts spucken. Ja? Ja. Dementsprechend tun sie dich respektieren oder haben dich gerade beleidigt. Ja, Das war in einem der Romane, oder? ja Stand es, glaube ich, das kann drin. Ja. sein. Ja, Romane haben wir auch damals gelesen. Also das war halt damals auch diese Gang, also das Ding, ja, wenn du jetzt die Margaret-Weiß-Bücher nimmst und dann aber diese ganzen, die aus einer Schiene kommen, warte mal, das war der Heine Verlag. Ja. Und dann diese Bücher und Geschichten liest. Östran hat auch tolle Geschichten gehabt, ja. Ich kann mich noch ganz grob an Talisman erinnern, wo Magier dann halt tatsächlich so einen Talisman untersucht hat und da irgendwie reingewandert ist und das ist größer geworden und jetzt immer schichtenweise weiter reingetaucht. War eine Ist tolle mega geil. Geschichte. Und dann war halt die Geschichte mit Aina und Blutelfen, die mich halt dann auch sehr fasziniert hatten. Und das kommt dann später dann wieder vor, ja, wieder in Heine-Romane und in einem anderen Setting. Habe ich jetzt ein bisschen später aufgehoben. Ich gehe einen Schritt weiter mit etwas anderes, was mich von Anfang an fasziniert hat. Leider habe ich die Edition, die erste Edition, die ich hatte, verloren. Ja. Das tut mir sehr weh, aber ich habe es in der aktuellen Variante. Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy. Aber wieder was ganz anderes. Eine andere Welt. Eine andere Welt, wie sie funktioniert. Du hast einen Kaiser, du hast sein Reich, du hast aber dennoch so bretonische Ritter, du hast Chaos, ganz viel Chaos, Monster, Korruption und ganz böses und hinterhältiges Reich an sich, ja, wo die Menschen halt, die da drin leben, auch nicht gerade so Standard oder nett sind, sondern eher so, du musst dauernd aufpassen, dass du halt nicht verarscht wirst oder ein Messer im Rücken hast oder sonst was, dass jemand vorbeikommt und sagt, ah, Häresie, ja, verbrennt ihn, das ist ein Kräuterhexer, ich habe doch nichts gemacht, ich wollte nur helfen. Und was mich halt im ersten Regelwerk fasziniert hat, ich hatte es auf Englisch, war ein ganzseitiges Bild, im Hintergrund eine Burg, davor ein Typ in so abgeranzten Roben, hat so eine Fanfare in der Hand. Und auf der Fanfare stand drin, der Feind ist drin. Ja. Nochmal, das Regelwerk war auf Englisch. Ja. The Und enemy within. Ja. das hat natürlich auch nachhaltig bei mir Wirkung gehabt. Immer noch, wie ich finde, eine der besten Fantasy-Kampagnen, die Enemy Within-Kampagne, die es jemals gegeben hat. Also es ist wirklich, das ist Referenz, das ist ganz weit oben. Ja, wir haben uns heute gefreut auf die Ankündigung, dass das erste Band auf Deutsch im August kommen soll, weil wir wollen es halt dann spielen. Ich werde Spieler sein, ich werde einen Wildnispriester spielen, hat die Gottheit, Tal heißt die Gottheit,
Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Also da habe ich mich extra mal für was ganz anderes entschieden, was ich sonst immer so gespielt habe. Und ja, eins, was ich noch dazu sagen kann, das ist auch so ein Trend. Nach 30 Jahren oder so ist das Regelsystem an sich runder. Das hast du bei ein paar, also wenn du so ältere Geschichten hast, die irgendwie übernommen worden sind, die seit den 90ern existieren, und die heutzutage in den neuen Editionen rausgekommen sind, die sind tatsächlich besser geworden. Die sind tatsächlich runder geworden. Wenn du damals die erste Edition gehabt hast, die war ganz nett, aber es gab Fehler. Es gab ein paar Sachen, die immer so ein bisschen, die musstest du anders machen oder die dich gestört hast. Hier sage ich, du hast den Charme von der ersten Edition, aber es ist runder. Es funktioniert besser. Ein paar Sachen sind gewöhnungsbedürftig, aber das hast du bei vielen Rollenspielen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, bin ich begeistert davon, weil es einfach besser läuft und diesen Charme der ersten Edition noch hat. Dann kann sich freuen, ich habe demnächst den Andy Law mal wieder zu Gast bei uns, der ja seit der zweiten Edition, glaube ich, mit dabei ist bei Warhammer, und wir unterhalten uns über Worldbuilding und Geografie im Rollenspiel. Ja, ich versuche auf seinen Discord-Server irgendwie, ich sehe Nachrichten, aber ich schaffe es nicht, sie zu lesen. Deswegen hole ich ihn halt vorbei und dann quatschen wir mal Das wieder, er und ich. sehr, sehr gute Idee, sehr gut. Oh, Hast du jetzt. damals, du hast, wann hast Ja? du mit Warhammer angefangen? Uff. Es war, ich sage das in den 90ern. Wir hatten einen Bekannten gehabt, also mein Vater hatte einen Bekannten gehabt, der hatte damals auch einen Rollenspielladen. Darüber kamen wir dann auf das Warhammer Fantasy. Und ich habe es irgendwann dann mit Schulfreunden gespielt. Aber ich kann dir nicht mehr sagen. Also es war definitiv vor 97 oder 96 sogar. Und Ich fand die Namen so geil da drin. die sind immer Also, noch geil. das ist, also, ich weiß, sie sind immer noch geil, dass in einem Fantasy-System wir Kaiser Franz Ferdinand haben und, oder Franz Josef? Franz? Kaiser Franz? Wie heißt er? Karl Franz. Karl Franz! Ja. Und die Oberschurken wie Zahnarzt The Bodiless. Ja. Eine absolute Legende des Rollenspiels. Zahnarzt The Bodiless. Geil. Ja, die Namen waren großartig. Ja, was haben wir gelacht? Ja. Bis man sie getroffen hat und sie einen einfach umgebracht haben. Aber irgendwas ja immer. Ja, du warst eigentlich nur daran beschäftigt, dass dein Charakter, also irgendwie am Überleben, so ein reines Überlebensspiel, also auf so eine Ja. gewisse Art und Weise. Und dabei nicht korrumpiert werden, es soll dir bloß kein Tentakel, also ich hatte immer Schiss, dass mir ein Tentakel wächst, ja. Ja. Oder dass ich irgendwie verkrüppelt werde. Super, ich habe einen Helden, aber er hat nur noch ein Bein und jetzt soll ich durch die Gegend tumpeln oder was? Ja, Klassiker. So, jetzt mache ich einen härteren Cut. Noch, okay. Aber ich bin noch in den 90ern, ein härterer Cut. Zeigt noch kein Regelsystem. Moment. Das wird schwierig jetzt für die Kamera. Das ist nur Papier. Ja. Es ist ein Charakterblatt hier ganz vorne. Also lass mich gucken. Es ist sehr, ist so 20, 15 bis 20 Jahre alt. Ich versuche Kannst das du System zu erkennen. irgendwas lesen? Ein bisschen Stärke, Geschicklichkeit, Konsti, Ego, Charisma, Wahrnehmung. Jetzt wird es aber Zeit. Ist Jetzt es das wird Zeit. Shenron 1? Nein. 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 Also Ego hat man nicht so oft. Nee, ich weiß. Und Bildung hatte man auch nicht so oft. Mentale Balance. Was das, war das am Anfang bei Xulu? Dunkle Nee. Geheimnisse. Warte mal, vielleicht habe ich hier noch ein paar andere Hinweise noch. Magus würde auch noch passen. Die Also Mage. Fertigkeiten sind jetzt ein bisschen mundane. Die bringen jetzt leider nicht so viel heraus. Aber gut, ich löse mal auf. Also, das ist Cthulhu 1. Es ist Kult 1, Entschuldigung. Kult 1. Kult 1. Kult 1. Okay, ich hätte es wissen müssen. Kult 1 und zwar, ja, hier ist das Buch. Auch in den 90er damals mir geholt. Ja.
Wir hatten unsere Schwierigkeiten. Ich hatte meine Schwierigkeiten damals am Anfang, gebe ich ganz einfach zu. Wir haben das Zauberbuch uns geholt, hatten also Schwierigkeiten damit. Also damit zu spielen, das war schwierig. Ich hatte auch ein Abenteuer, irgendwas mit Seymour. Viel und schwer. Ich glaube, man braucht ein gewisses Alter, um Kult genießen zu können. Wenn man Das zu ist. jung ist, glaube ich, kommt man in Kult nicht so sehr rein, weil ja auch der psychische Horror eine unglaubliche Rolle da drin spielt. Und man Ja. eben kein Held ist, sondern einfach ein Opfer. Und so von Anfang an. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal so einen Legionär, da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich zuletzt Kult gesehen habe. Ich habe einen Legionär auftauchen lassen. Und ja, es war dann halt nur so kämpfen, zerstückeln und was machen wir denn damit? Und wieso ist der denn jetzt schon wieder da? Da ist halt viel verloren gegangen. Also muss ich ganz eindeutig gestehen, das war weit von dem entfernt, was ihr gespielt habt. Ich habe jedenfalls dann Neustadt irgendwann mal, das Studium und so weiter. Vor 15 Jahren habe ich dann ein paar Leute getroffen. Viele davon sind die engsten Freunde von mir. Und wir hatten dann Kult angefangen und hatten einen großartigen Spielleiter gehabt. Aber es war auch noch ein anderes Kult, wie die Geschichten, die ihr gespielt habt, weil wir eine Kampagne gespielt haben. Ja, Kampagne ist immer sehr anders. Da muss man ja länger leben. Und er hat es aber sehr gut gemacht, weil er hat alles weggelassen. Er hat alles weggelassen. Und wir haben als Kinder angefangen und dieser Charakter ist Johannes Becker. Johannes Becker hatte eine Schwester und ein paar Freunde. Und wir sind dann alles in die Schule gegangen und hatten dann so komische Nachbarn gehabt, eine ältere Frau und Kind und so weiter. Es ist viel Mysteriöses passiert und irgendwann wurde sie entführt. Ich habe übrigens wieder einen Zauberer gespielt. Oder ich habe diesmal einen Zauberer gespielt. Und dann sind wir in den Wald gegangen und auf einmal kam so, also der Wald war komisch, es war irgendwie neblig und auf einmal kam dann so kleine Käfer vorbei. Ja. Das war so der erste kleine Hinweis, dass irgendwie was anderes ist. Ja. Und dann ging es um Portal und irgendeinen Bösen und das kleine Mädchen und ich habe dann so einen magischen Kristall gehabt. Und habe dann irgendwie mit Teufel komm raus versucht, dieses Portal wieder zu schließen. Und dann haben wir einen Cut gemacht. Also so ist es gelungen. Wir haben einen Cut gemacht und sind in die Erwachsenenwelt zurückgekommen. Unsere Charaktere haben in der Zwischenzeit alles vergessen. Und Oh, das ist eine schöne Idee. dann Ja. haben sie sich wieder von vorne getroffen, hatten quasi so einen Logenmeister als Auftraggeber gehabt, der sie halt durch die Welt geschickt haben. Aber meiner war so ein Kunsthistoriker, dann hat man eine Lehrerin gehabt, einer, der Fremdenlegionär war, ein Kind dann aber hatte. Und bei den anderen Charakteren bin ich mir jetzt unsicher, was es war. Wir hatten dann quasi uns selbst kennengelernt in diesem Schloss und dann auf unseren Aufträgen quasi. Und das Highlight für mich war halt, wir saßen am Tisch. Und dann ging es darum, wir müssen nach Paris, wir müssen auf den Friedhof. Und dann so, ja, wir müssen zu dem Grab von Van Morrison. Und ich habe so gesagt, hä? Wie sollen wir denn jetzt hier bitte schön ein Grab von irgendeinem Van Morrison finden? Wo soll denn das sein? Und irgendein Typ auf dem Friedhof? Und alle haben mich angeguckt. Sag mal, weißt du nicht, wer Morrison ist? Ich so, natürlich weiß ich, wer das ist, ja, aber trotzdem, ja, der Charakter weiß es halt nicht, der ist halt ein bisschen der Popmusik nicht ausgeschlossen, ja. Ja, und dann sind wir halt in das Grab gegangen und hatten dann unsere nächste großartige Erfahrung gehabt, dass irgendwie wo was anders ist, ja. Wir hatten dann auch tatsächlich Abstecher irgendwann gemacht in die Stadt Metropolis. Aber immer sehr subtil und es hat sehr lange gedauert und es war sehr schön. Es hat unheimlich schön gemacht. Und ich habe mit dem Spielleiter natürlich mit dem Magiesystem, wir haben gearbeitet, wir haben versucht, an Cthulhu zu orientieren.
an andere Systeme. Wir haben versucht, uns eigenes auszudenken und irgendwie mit Improvisation hat das dann eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir haben komplett improvisiert. Ich habe einfach gesagt, hey, ich würde jetzt gerne was machen. Und dann musste ich halt mir ein Ritual ausdenken und also so ein Zwei-Runden-Ritual oder so. Oder je nachdem länger. Und also im Prinzip habt ihr damals schon freies Rollenspiel gemacht. Nur der Rest war Regelwerk. Der Würfel war Regelwerk. Nur das Zaubern halt. Weil, wie gesagt, das Regelwerk, was zur Verfügung stand, war ein bisschen strange. Nicht so geeignet, unseres Erachtens. Und ja, deshalb mussten wir uns was anderes machen. Wenn du als Spieler den Vorteil Zauber Talent oder so genommen hast. Hat 35 Punkte gekostet. War nicht wenig. Ja. Dafür war Hallo Jingle Channel. Dafür war ich aber auch ein bisschen mehr auf der hellen Seite. Nichts weiter, weil bisher wurde es immer dunkler. Wie meinst du das? Mit D&D angefangen, dann Earthdawn mit mehr Dämonen, dann haben wir jetzt Kult, Warhammer dazwischen noch. Es wurden immer düstere Spiele. Ja, okay. Aber ich werde gleich nochmal einen harten Bruch machen. Was ich aber nochmal erwähnen wollte bei Earthdawn ist, wir haben in der Schulzeit damals auch viel experimentiert. Und in Earthdawn hatten wir auch was ganz Schönes gehabt. Wir haben gesagt, wir wechseln uns als Spielleiter ab. Mhm. Es ist aber dieselbe Geschichte. Aber der vorherige Spielleiter sagt nicht, was für eine Geschichte das ist. Das heißt, er erzählt, macht sein Ding, Session ist vorbei, cut. Nächste Woche ist der andere dran. So, und der muss dann überlegen, ja, okay, wir hatten da so einen komischen Kreis. Was könnte das bedeuten? Oder was mache ich jetzt da draus? Und so weiter. Also die Geschichte konnte dann in eine ganz andere Richtung gehen. Okay, auch sehr spannend. Ja, weil, wie gesagt, wir hatten keinen roten Faden dafür überlegt, sondern jeder hat seinen Teil quasi sich selbst ausgedacht. Ja. Aber die Geschichte ging immer weiter, nur mit abwechselnden Spielleitern. Mit abwechselnden Spielleitern und ja. Sehr geil. In eine andere Richtung drin. Sehr, sehr witzige Idee. So, ich habe die Box zweimal. Warum hast du die Box zweimal? Ich weiß es nicht mehr. Aber in der Box ist was anderes drin. Okay, also du hast nur die Kiste zweimal. Ja, ich habe nur die Kiste zweimal. Ich sehe jede Menge Token. Ja, genau, es sind ganz viele Tokens drin, der Rest wird ein bisschen schwierig. Es sind Tokens zu dem Brettspiel. Das habe ich ganz da oben. Succession Wars. Was fällt dir dazu ein? Kenne ich überhaupt nicht. Also die Unabhängigkeitskriege. Ja. Was könnte das sein? Das Regelsystem hast du bestimmt schon gehört. Bestimmt, aber mir sagt es wirklich überhaupt gar nichts. Okay, also, aber das ist. Ah, Battletech. Ja, ich habe Ich war jetzt gerade bei Western übrigens. Nee, ich habe ein Brettspiel, das den Bürgerkrieg quasi, den klassischen, nachsimuliert. Mit ganz vielen kleinen Tokens und Einheiten, einer großen inneren Sphäre-Karte. Und ein großartiges Spiel. Das Problem ist, du brauchst nur ein paar Stunden, bis du es aufgebaut hast. Weil du nimmst die Karte und dann stellst du die ganzen Armeen auf dieser Karte hin. Du musst gucken, wo die stehen, wie viele das sind. Mhm. Aber ansonsten war das eine tolle Simulation. Ja, es hat diesen Bürgerkrieg auf Battletech super dargestellt. Wir hatten ja damals auch noch Zeit, ne? Wenn ich mir überlege, was ich als Teenager und Mensch in den 20ern für eine Zeit hatte. Das ist so das klassische, die Pappaufsteller für die Max, für das eigentliche Rollenspiel. Und auch da wieder, es gab Romane, es gab Geschichten ohne Ende. Ja, diese ganzen Unabhängigkeitskriege, ich habe sie gelesen und verschlungen bis zu den Glanz und darüber hinaus. Ich habe sie geliebt. Das war super, ich war super drin. Ich glaube, da ist es krass, wie viele Romane es damals, sollte was mit Sprache machen, wie viele Romane es damals noch zu diesen Rollenspielwelten gegeben hat. Ja, es gab die ganzen Battletech-Romane, es gab Unmengen Shadowrun-Romane, DSA-Romane, Earthdawn-Romane, D&D-Romane. Es gab ja unglaublich viele. Das ist ganz schön weggegangen in der Zwischenzeit, ne? Leider.
Also, Ja. ich finde das ein großer Verlust, weil ich es unheimlich wichtig finde, diese Geschichten. Die geben mir viel. Ich komme besser in die Welten rein. Jetzt mache ich also ein Beispiel daran. Ich habe DSA ja gespielt, habe ich erzählt. Editionsmäßig eins. Ich habe in zwei vielleicht reingeschnuppert. Ich hatte irgendwas noch mit Hexen gehabt und habe dann irgendwann was von Gewalten gelesen. Aber dann hat es auch aufgehört. Gespielt habe ich es gar nicht mehr. Und drei, vier, bei vier habe ich mich abgeschreckt, dass ich irgendwie Spielleitertische gesehen habe mit Laptops und sich Regelwerke und zwei Spielleiterschirme. Und hast du nicht gesehen? Da habe ich gesagt, oh nee, also DSA ist bei mir einfach gerade nicht. Ja, ich glaube nicht. Dann habe ich DSA 5 angefangen und ich habe es nicht rausgeholt. Ja. Ich habe es wirklich versucht. Ja. Das hier ist alles DSA 5 mit ein paar alten Sachen noch. Ich habe es versucht. Aber das Problem war, ich habe den Fluff nicht gehabt. Also dadurch, dass ich DSA 4 nicht gespielt habe, habe ich den Fluff nicht gehabt. Da war ganz viel Aventurienbug groß. Nicht nur groß, sondern leider auch irgendwie in Stein gemeißelt. Und ich hatte keinen Fluff. Was sind Elfen? Wie funktionieren Elfen? Es gibt tatsächlich in DSA 5 bis heute kein Elfenbuch Ja. oder Zwergebuch. Und das finde ich ein großer, also für mich ein großer Manko, ja, dass dieser Fluff nicht da ist. Ich habe es dann probiert. Ich habe ein altes Kiesow-Buch rausgeholt, Der Scharlatan. Okay, das ist ein Meisterwerk halt, finde ich. Ja. Ich habe dann tolle Bücher gelesen über die eine Elbenstadt, Taishia oder so ähnlich. Tolle Geschichte. Ja, da hat man so ein bisschen ein Gefühl bekommen für alte Elfen. Ich habe es probiert, aber irgendwann war es schwierig. Es kam immer irgendwie viel mehr Material dazu. Ich kam nicht mehr mit. Meine Spieler, nach ein paar Jahren musste ich feststellen, dass meine Spieler auch so ihre Schwierigkeit hatten, in diese Welt reinzukommen. Dann kam Corona noch dazu und da war für mich bei DSA halt ein Cut. Da habe ich gesagt, okay. Ich will mal ein Großprojekt probieren. Ich mache Dungeons and Dragons. ist so. Beziehungsweise bei der nächsten Idee habe ich dank Multiversum und allem, was es jetzt so angeboten wird, sage ich einfach, ich spiele Dungeons and Dragons. Aber wir machen unsere eigene Lore. Damit muss keiner irgendwelche Bücher lesen. Er sucht sich jemand aus, denkt es sich selber aus. Oder wenn er ein Warhammer-Zwerg spielen will, dann macht er das. Oder ein Herr der Ringe. 11, dann macht er das, er denkt sich das selber aus. Ja. Damit habe ich eine Menge Probleme gelöst als Spielleiter. Ja. Der Scharlatan, war das dein Lieblings-DSA-Roman? Ich stelle schwere Fragen, ich weiß. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil Kiesow war einer der ersten. Das hat schon Eindruck gemacht. Also, ich würde ja sagen, jetzt ja. Ich muss Ah nee, sagen, halt, stopp. Ach ja, Gott, gut. nein. Ich nehme es zurück. Nimm es zurück. Natürlich habe ich auf Kindle angefangen, die Philosoph-Sage zu lesen. Und das wurde mein Liebling. Ich Okay. habe nicht alle gelesen, vier oder so, aber allein das mit dem Turm, mit dem Umita-Turm. Chat, was ist Genau, wie einer? heißt der? Ometeon, Oh, Meteon. Turm des Ometeon. Super. Ja. Super. Also seitdem Bernhard Hennen, ich habe ihn auch irgendwann mal auf dem Panel gesehen in Limburg. Fan. Also irgendwo nach Markus Heitz. Markus Heitz war halt für mich früher top. Ich muss sagen, mein liebster DSA-Roman ist von Karl-Heinz Witzko, weil er so anders ist als die ganzen DSA-Romane, und zwar Westwärts geschuppte. Ein großartiger Roman aus der Sicht von vier sehr jungen Marus, also Echsen, die durch einen Zauber wie Menschen erscheinen, um in diese fremde Menschenwelt zu gehen und zu gucken, wie sie da zurechtkommen. Und ganz genau, Kilgam, sie hießen Alrik, Alrik, Alrik und Alrik.
Ganz großartig. Also wirklich so ein witzig und kreativ geschriebener Roman. Sehr, sehr geil. Vier Marus getarnt als die vier Alriks in Al-Anfa. Einfach richtig, richtig geile Geschichte. Okay. Gut. Klassiker, westwärts geschuppte. Ich schalt noch schnell das hier vor die Kamera. MechWarrior! Wir haben das Tabletop gespielt, wir haben die Romane gelesen. So, wir müssen noch mehr machen, als nur in Mechs rumlaufen. Ja. Immerhin sind wir Piloten und laufen halt da irgendwie noch außerhalb des Mechs rum. Ja. Da muss doch, die Geschichten müssen doch auch irgendwie zu spielen sein. Ja. Und dann kam dann zum Glück irgendwann dieses Regelwerk raus. Und wir konnten tatsächlich dann auch mehr spielen. Auf einmal konnten wir mit Blaster rumlaufen und Geschichten in einer Taverne spielen und hast du nicht gesehen. Also deshalb da halt der Zusammenhang zwischen den Geschichten, die in Roman waren, die dann Lust hatten auf das Rollenspiel an sich, das über das Tabletop hinausging. Ja, ganz wichtig, das Buch. Zweite Edition habe ich auch. So, was vorhin schon hätte anfangen können. Ganz wichtig. Da ist es. Ich darf jetzt wieder, der Lurch wird motzen, wenn ich jetzt zu viel darüber spreche. Das ist ja großer Teil meiner Rollenspielergeschichte. Ja, meine auch. Ein Segen und ein Leiden irgendwann. Aber es gehört immer dazu. Es ist ganz wichtig. Auch da wieder bei den Büchern. Aber ich glaube, ich habe zuerst mit dem Rollenspiel angefangen, bevor ich die Bücher gelesen habe. Aber das ging ziemlich schnell zeitgleich. Aber auch da halt, das war wunderbar. Also dieses System, du hast Fantasy und du hast Science Fiction. Mir lag es immer. Also es war teilweise Diskussion Cyberpunk oder Shadowrun. Ich war immer der Shadowrun-Typ. Ich auch, ja. Cyberpunk ging irgendwie nicht an mich ran, aus Gründen. Und wie gesagt, ich hatte die 2.01D. Die 3er fehlt mir, die 4er, 5er und 6er habe ich auch. Ich habe zumindest alle Grundregelwerke. Das Einser war ja quasi nicht spielbar. Wir haben es gespielt, aber es war ja die Regeln sind ja unglaublich schlecht bei Shadowrun 1. Und ab 2 wurde es dann richtig spielbar. Ich muss sagen, dass das Cover von Shadowrun 2, Larry Elmore in Science Fiction, mein absolutes Lieblingscover von Rollenspielbüchern ist. Ja, Es ist einfach scheiße gutes Cover. immer. Ich habe ja was gebacken, gab beim Kickstarter was Neues von Hickman und Zeichnungen von Larry Elmer. Ich krieg irgendwann dieses Jahr vielleicht die Sachen. Ich bin sau gespannt. Shadowrun war halt aber so lustig und da ein schöner Fehler, eine schöne Geschichte, die ich da erzählen kann. Mein erster Charakter war ein Ex-Konzerner, der gejagt worden ist. Und wir hatten irgendwie so das typische Gruppe, also die Gruppe bestand aus zwei Leuten, trifft sich in der Kneipe. Und meiner hatte halt einen schönen langen gefütterten Mantel angehabt. Und dann kamen halt zwei Konzerner vorbei und die mich halt gejagt haben. Und der Spieler hat so beschrieben: Ja, die Tür geht auf, die zwei gehen rein. Gucken sich um, sehen dich, ja, greifen quasi zu ihren Waffen. Und ich so ganz großkopfig. Also, man beobachtet die Handbewegung. Ich ziehe meine Incrimordiant und schieße auf die. Und der Spieler, was? Was nimmst du? Incrimordiant? Ja, Incrimordiant. Ja, die ziehe ich hier so aus meiner Jacke raus. Das ist ein scheiß fucking Maschinengewehr. Das kannst du nicht so einfach unter deinem Mantel mit dir rumtragen. Oh, ups, ja. Wir haben dann spontan was anderes genommen, ja. Ja, da hat man sich zu dem Zeitpunkt auch also nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus DSA, wo jemand gesagt hat, er spielt einen Zwerg und hat den halt beschrieben, ich spiele einen Zwerg, bla, hab diese Axt, ein Kettenhemd und 40 Silberstücke. Ja, alles klar. Und wir hatten vor Augen den nackten Zwerg,
der nur dieses Kettenhemd trug, 40 Silberstücke im Mund und eine Axt in der Hand, weil er ja sonst nichts dabei hatte. Es war ein etwas verstörendes Bild. Und bei Shadowrun hat man dann plötzlich angefangen, sich über sowas Gedanken zu machen. So dieses, nein, du kannst keine Panthersturmkanone mit zum Einkaufen nehmen. Das funktioniert nicht. Dann kommen die Bullen und verhaften dich. So. Das war, da hatte ich aber auch ein schönes Beispiel. Nachdem er irgendwie so den dritten Drachen begegnet ist, hat mein Charakter gesagt, Scheiß jetzt, ich hole mir die Panthersturmkanone, das geht so nicht weiter, ich brauche was mit mehr Rums. Ja. Wie hieß dein Charakter, weißt du es noch? Ach nee, das weiß ich nicht mehr. Zu lange her? Zu lange her. Und ich im Namen, also das, aber ich weiß so, später habe ich den in der dritten Edition gebaut, als Zwerg, Straßensamurai, und ich habe den so, so hoch gebaut, also da richtig Power Gaming, müsste man eigentlich gestehen, weil ich hier richtig geguckt habe, ja, und dann habe ich hier viele Konstitutionen, das heißt, ich kann auch Bodytech reinbauen, und wir hatten dann irgendwann mal ein Abenteuer auf Hawaii gespielt, was irgendwie auch ganz witzig war. Ich war der einzige Straßensimmerer, der war, Rest war Magier. Der eine irgendwie so, ja, ich gehe in das Forschungskomplex, ich kümmere mich um alles. Ja, wie machst du das? Ja, verbesserte Unsichtbarkeit, geh rein. Dann irgendwie so Killing Hands, so ist an den Wachen vorbeigelaufen, drüber sie gestrichen, waren alle tot. Ich als Straßensäumerei kam mir dann irgendwie ein bisschen überflüssig vor. Bis auf der Einsteller als irgendein feindlicher Typ über der Klippe an unser Versteck so drüber geguckt hat. Und der Magier hat mit seiner Wahrnehmung hat er das festgestellt, ey, da oben ist einer. Und man stand so bereit, so verbesserte Reflexe, bumm, tot. War da was? Und ich so, ja, ich konnte auch einen töten. Juhu, ich habe auch was geleistet. Yes. Ja. Aber auch da wieder halt, wie gesagt, die Romane, die du hattest, super. Und damals halt noch die Verbindung zu Earthdawn. Wenn du auf einmal diese Geschichten hattest mit Anis, die du in Earthdawn kennengelernt hast, und auf einmal ist sie in der Shadowrun-Welt. Ja. Und dann hast du so ikonische Charaktere wie Harlekin, Dunkelzahn und noch ein paar andere Leute. Und dann hast du halt die Feinde in Shadowrun, was genannt, auf einer Metaebene, auf einer anderen Seite von der Schlucht und die Brücke, und du hast gewusst, scheiße, du kennst die Typen, die auf der anderen Seite sind. Wenn die jetzt rüberkommen, das geht nicht gut aus. Ja. Lofir. Ja. Lofir kommt in jedem zweiten Roman vor, ja. Und du konntest ihn auch schön einsetzen, weil so ein schöner Bastard war, ja, von einem Drachen, der aber irgendwie halt geradlinig war. Ich kann mich an einen Roman erinnern, der spielt hauptsächlich auf dem Satelliten, und da gibt es Richter von den Konzernen, und der eine ist halt der Speichellecker von Lofir, aber da sagt irgendwie Lofir, ich mag ihn. Er ist immer geradeaus, ehrlich und kann mir den Hintern küssen, so ungefähr. Ja, super Typ. Ich fand es geil bei Shadowrun, wenn du dann irgendwann rausfindest, dass dieser Schmidt, der eigentlich sich Brackhaus nennt, dass du irgendwann merkst, dass Brackhaus Lofür ist. Dass das sein Zwergenalter Ego ist. Das fand ich schon ziemlich geil. Oh, hallo Maler und Grüße nach Malle. Die schaut uns gerade von Malle zu. Nicht schlecht. Ja. Ich habe deine Katzen heute gefüttert, es geht ihnen gut. Das Katzenklo ist sauber. Sie warten auf dich. Cool. Ja. Also Shadowrun, super Welt, und da halt auch wieder viel Fluff durch die Romane, die du hast, die du benutzen kannst. Egal, ob du in Seattle spielst, in Denver oder in Deutschland. Wir haben viel in Deutschland, also wir haben am meisten, glaube ich, in Deutschland gespielt. Wir weniger, aber ich habe die Romane geliebt. Also gut, vor allem halt die Trilogie vom Albers mit dem komischen Zwerg, der im Ruhrpott lebt, und irgendwann ist da ein Königreich unten drunter und er ist irgendwie bekannt. Und dann macht er ganz anschluss noch einen Anruf und ein großer Drache kommt vorbei. Aber die Geschichte war ansonsten toll. Ja. Und hat halt viel von Deutschland halt. Hajo Alpers hat oft in seinen Geschichten ein bisschen übertrieben. Er hat viel dabei erzählt in dieser Trilogie. Er hat Hamburg beschrieben, ja. Die Nordsee,
bisschen Süden halt, hat er da drin gehabt, ich glaube Heidelberg hat er drin gehabt und so weiter. Er hat viel beschrieben von dieser Shadowrun-Welt in Deutschland, die war super spannend. Berlin, ja, mit seinen komischen, fanatischen Kreuzrittern, die dann auftauchen und Berlin habe ich geschrieben, das war mein Werk. das Sourcebook. Also das Berlin Sourcebook gab es ja nicht, aber bei Deutschland in den Schatten habe ich Berlin geschrieben. Ah, cool. Ja. Mit den Anarchos damals, Hast du früher. das, also hattest du da Vorgaben gehabt oder hast du das komplett ausgedacht? Nee, das war tatsächlich bei Deutschland in den Schatten 2 war es besonders krass. Da waren die Autoren gerade dabei zu schreiben und irgendwann fragte einer, wer macht eigentlich Berlin? Ich glaube, Jens Ulrich, der Brandenburg geschrieben hat, weil er die Übergabe zum Nachbar teilhaben wollte, fragte, wer macht eigentlich Berlin? Und dann haben wir festgestellt, oh Scheiße, es macht keiner Berlin. Und dann habe ich das geschrieben. Und also viel Vorgaben gab es nicht. Also das war eine ziemlich geile Zeit, wo wir einfach drauf losgeschrieben haben und uns die Vorgabe war, es soll insgesamt konsistent sein. Aber das war eine ziemlich wilde Zeit, als wir alle Shadowrun geschrieben haben. Damals auch noch der Gunther und der Timo, die jetzt bei Saltatio Mortis sind, die haben ja auch noch mitgespielt. Der Gunther Der Kops und der. Leiertyp. Ja, der Ja, Gunther ja. hat bei Shadowrun mitgeschrieben und der Timo, der Trommler von Saltatio Mortis war auch dabei. Ich liebe unsere Welt. Ich liebe unsere Ja. Welt. Ja, dass die so verzahnt ist und Ja. ach, göttlich. Ach, ich ja, wüsste gar nicht mehr, wo ich hingehen sollte, wenn ich die Wahl hätte oder die Möglichkeit. Ja. Ach, Wahnsinn. Aber ich habe noch ein bisschen was. Ja. Ah ja. So, das erwarten ein paar von meinen Spielern. So, dieses Muss ich wieder wunderbare. raten? Ah, jetzt ist es nur weiß Ja, gerade. das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein Muss es bisschen ein weiß mit schwarz. Ist. Ich glaube, ich muss es einfach bisschen. vorlegen. Kannst du die Plastik, da ist ja Ach Kunststoff so, davor, das ja. einmal wegmachen, dann spiegelt es nicht so. Jetzt wird. Ja, warte halt. Sprach ist ein bisschen besser. Also, ich kann es jetzt lesen auf dem Bildschirm. Children of the Inquisition. Who's who? Vampire, natürlich. War auch Anfang der 2000er, da gab es noch keine E-Book-Reader, da gab es noch keine Tablets, oder jedenfalls nicht so wie heute. Und wir hatten uns damals das besorgt und haben gesagt, hey, lass es uns doch ausdrucken und binden. Nicht großartig, aber wir haben es tatsächlich gemacht. Und das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel für Fluff, weil es geht nur um 13 Vampire. Und sie werden da drin beschrieben für natürlich Jerome. World of Darkness Vampire the Masquerade in der dritten Edition. Wir haben von vorne angefangen. Wir haben erste Edition gespielt, wir haben die zweite Edition gespielt. Die dritte Edition war brauchbar. Also, ich habe erwähnt, Mathematiker, Informatiker und so weiter. Wir hatten am Anfang die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Du hast immer mit einem W10 gehabt und dann konntest du Botches würfeln. Wir haben dann festgestellt, also wenn du irgendwie der super Hochleistungsartist bist, der über ein Drahtseil geht, oder du bist der Absolute, der ebenfalls über dasselbe Drahtseil geht, du hast dieselbe Wahrscheinlichkeit, auf den Boden zu fallen und zu sterben. Also egal, ob du der eine oder der andere bist, ja, weil in beiden Fällen der Wurf katastrophal enden könnte. Ja. Und deshalb hat dann tatsächlich 3 Editionen gedauert, bis das Würfelsystem einigermaßen in Ordnung war. Ich muss auch, wie du vielleicht festgestellt hast, für mich ist Rollenspiel zum einen natürlich das Charakterspielen, ja, die Welt, das Fluff, aber ich stehe halt auch tierisch auf die Würfelsystematik. Ja. Ich gucke mal gerne das an, wie funktioniert das Würfelsystem? Ja. Was gibt es da Tolles? Ist da irgendeine innovative Idee dabei? Deshalb kann ich zum Beispiel Shadowrun nicht mit irgendeinem anderen System spielen, weil ich brauche diese W6. Ja, Ja. ich meine, irgendwo habe ich rumliegen, so eine kleine Schachtel mit diesen super kleinen W6-Würfeln, weil man zwischendurch 30 Stück davon gebraucht hat. Ja. Und wie gesagt, deshalb bei Vampire 3. Edition war gut. Okay. Und die jetzige Version ist super. Die gefällt mir Ich richtig habe sie gut. tatsächlich noch nicht gespielt, die V5.
Ich kann's. Also ich liebe Ist das System. sie so gut? Also, mir gefällt das Artwork sehr, muss ich sagen. Dieses Foto-Artwork da drin und sowas. Das ist eine coole Idee. Ich habe das Buch schon oft durchgeguckt, aber ich habe es nicht gespielt. Ihr habt frisches Blut, glaube ich, heißt das, als Adventure, sage ich jetzt mal, gelistet. Das ist aber, also es müsste auch in gedruckter Form eine Art Box sein. Ist Es ist, quasi die Schnellstarterbox, ne? ja, es ist fast eine Einsteigergeschichte. Und es Okay. ist meines Erachtens die beste Einsteigergeschichte, die es gibt. Weil du wunderschön, also du kriegst halb vorgefertigte Charaktere. Du kannst dir Namen ausdenken, du kannst dir so ein bisschen die Richtung ausdenken, du hast dann quasi nur die Werte. Du kriegst die häppchenweise vorgefertigt. Ja. Du kriegst erst quasi die Seite 1, du kriegst die Seite 2 und dann die Seite 3. Ja. Und tust während des Spielens dich mit den Regeln beschäftigen und kriegst sie auch wirklich Stück für Stück erklärt. Und zum Reinkommen, super. Regelwerkssystem an sich. Fangen wir nach der an, das Power-Level geht runter. Kann aber auch ein Vorteil da sein. Du hast nicht mehr so super mächtige Vampire. Selbst so ein Prinz der Stadt könnte jetzt, also den könntest du als Anfänger vielleicht auch irgendwie mit viel Geschick beseitigen. Ja. Das Power-Level ist runtergegangen. Clans sind teilweise abgeändert worden. Sie hatten sehr viel Mut für Veränderung, was ich sehr großartig finde. Und dadurch sind viele Clans spielbar geworden. Tremere, Asamiten, Zetiten, Giovannis. Sie sind spielbar geworden, weil du nicht mehr in so feste Strukturen drin bist wie normalerweise, was immer schwierig war. Das Würfelsystem haben sie überarbeitet, gerade was das Hunger betrifft. Ja, das macht jetzt mehr Spaß. Also früher hast du dich irgendwie voll getrunken, bist dann zur Action gegangen. Hast das gemacht, bis du leer warst und dann war die Action vorbei und alles war gut. Jetzt geht das nicht mehr. Ja, jetzt tust du während des Spiels deinen Hunger aufbauen und je mehr Hunger du hast, umso blöder kann es werden. Ja, weil dann das Biest ja aus dir rauskommt und du irgendwas machst, was du nicht mehr kontrollierst. Die Disziplinen sind überarbeitet worden, dadurch schöner, teilweise halt auch nicht mehr so mächtig, gerade sowas wie Stärke und Geschwindigkeit. Und wie gesagt, die Geschichte dahinter ist auch wieder wunderbar, weil sie einen neuen Feind eingebaut haben, die zweite Inquisition, die jetzt Vampire jagt und zwar effektiv, ja, weil die hingeht und normalerweise tagsüber ein ganzes Gebäude in die Luft jagen und sagen, da waren Terroristen oder das waren Terroristen. Ja, und sie haben einen mächtigen Clan quasi fast dadurch ausgelöscht. Es ist sehr schön geschrieben. Und nochmal zum Würfelsystem, was auch gerade liegt, Kämpfe. Ja. Du hast drei Möglichkeiten, Kämpfe zu machen. In einem Wurf, in drei Kampfrunden oder aber du spielst es komplett aus. Wir haben einfach erklärt, du kannst einen Kampf machen, guckst nach drei Runden, wie es aussieht und dann sagst du, der Kampf wird so oder so enden. Ja, du sagst einfach eine Tendenz und gut ist. Nur wenn du wirklich drauf bestehst, kannst du einen Kampf komplett ausspielen. Und selber auch, was weiß ich, da ist ein Bachmann, du sagst, hey, ich mache den Kampf unfähig. Ah ja, komm, mach mal eine Probe. Ja, mal gucken, ob du es wirklich schaffst. Ah ja, klar, gelungen. Wachmann ist kampfunfähig. Das ist vom Würfelsystem halt viel entspannt. Ja, du kannst alles Mögliche miteinander würfeln und bist ein bisschen flexibel. Mir gefällt es sehr gut. Und Dann sollte ich vielleicht doch mal reingucken. ich kann es dir nur empfehlen. Also, ich finde Alles es wunderbar. klar. Und Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Fans von dem Requiem-Regelwerk. Ich fand das richtig gut. ja, ich Auch gestehe, wenn vielen Leuten die Clans fehlen und sowas, aber ich fand's geil. ich war von Ansatz genauso abgeschreckt wie von Dungeons & Dragons 4 und DSA 3 und 4, dass ich es halt nicht großartig ausprobiert habe. Ich habe damals auch noch ganz nebenbei das Kartenspiel gespielt, war mal zwischendurch ein Prinz von Darmstadt für das Kartenspiel, bin auf Turniere gegangen nach Holland und so, hat auch viel Spaß gemacht.
Zudem schatz hier nochmal, es sind 13 Vampire, die einfach nur erklärt werden auf Schwarz-Weiß-Papier. Da sind sehr namhafte Vampire drin und der erste, der auch 4 Seiten statt 2 bekommen hat, ist halt Vlad Tepes. Und da wird seine ganze Geschichte halt erklärt aus der Vampire-Welt. Und dann am Schluss halt mit dem Absatz, und dann hat er den größten Dienst für die Maskerade getan. Oder den allergrößten Dienst gemacht mit dem Maskerade. Er hat Bram Stoker quasi erzählt, dass es Vampire gibt. Und er hat dazu gebracht, einen Vampirroman zu schreiben. Und dadurch haben viele dann gedacht, Vampire gibt es nicht. Das ist nur Roman, das sind erfundene Geschichten. Aber was für ein schöner Ansatz. Sehr schöner Ja, Ansatz. ja. Und wie gesagt, also die Geschichten an sich da drin sind toll. Auch da gibt es wieder ganz viele Bücher und so weiter, die auch teilweise total herrlich sind. Manche waren so Anfängerfehler, manche waren ein bisschen overpowered, aber das hast du bei Shadowrun hast du das teilweise gehabt und bei allen halt. Ja, also es ist mein Liebling. Ah, und ganz wichtig halt ist diese Würze. Also für mich ist es so ein bisschen die Würze dabei, weil du halt ein bisschen erwachsene Themen hast, du hast Intrigen. Ich glaube, in unserem Land haben wir sehr oft uns gegenseitig irgendwie fertig gemacht, statt irgendwie dem Ja. Plot zu folgen, weil wir einfach uns gegenseitig irgendwie sauer gemacht haben, je nach System. Und in der World of Darkness, das war aber dann Marus, hatten wir auch mal ein schönes Experiment gemacht, und zwar, wir haben mit 2 Spielern da gespielt. Mit dem ganz großen Vorteil zu der damaligen Zeit, der eine Spieler, da konnte mit einem Spieler ins Nebenzimmer gehen und irgendwas mit dem Geheimnis bereden. Und in der anderen Zeit hat der zweite Spielleiter gesagt, ja, wenn er gleich wieder reinkommt und wenn das und das in der Geschichte passiert, dann müsst ihr hingehen und müsst an ihn schütteln und sagen, aufwachen, aufwachen. Ja. Und der Spieler kommt rein, setzt sich hin, die fangen an, die Geschichte weiter zu erzählen und dann kam jemand das Stichwort und wir alle so, aufwachen, aufwachen. Und der Spieler sagt, was, was, was ist jetzt los? Hä? War herrlich. Sowas ist Ja. geil. Ja. Sowas ist sehr, sehr schön. Ja, das war es eigentlich im Großen. Das waren meine Schätze. Ich habe alles mal angerissen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich hier noch habe. Aber das waren halt so die wichtigsten Sachen halt für mich, die mich geprägt haben, wo ich viel halt auch gelesen habe. Ja. Sehr, sehr schöne Schätze und danke, dass du uns mitgenommen hast durch deine persönliche Rollenspielerkarriere. Für mich ist eine der wichtigen Erkenntnisse, werden viel zu wenig Romane noch geschrieben für die Spiele, weil sie tatsächlich eine unglaublich gute Ergänzung fürs Worldbuilding sind, weil sie halt sehr, sehr toll das Wissen über die Welt. Ich meine, mein Wissen über Shadowrun wurde ganz, ganz stark geprägt von der Sam-Geschichte, also der Hundeschamane aus Der Weg in die Schatten. Und ich glaube nicht, dass ich jemals so tief in diese Welt reingekommen wäre, wenn ich diese Romane nicht gelesen hätte. Und danach diese Trilogie mit Taukeim Elfen, Lass ab vom Drachen und finde deine eigene Wahrheit. Du sagst auch, Romane waren wichtig. Also, lest viel und schreibt Romane. Ja, irgendwann. Am besten offiziell, aber das ist halt schwierig. Ja, weil, also ich muss da auch tatsächlich recht geben, das früher hat Heine die rausgebracht. Dann wurde es irgendwann sehr, sehr schwierig, Fantasy-Romane noch zu verkaufen, wenn nicht bekannte Namen draufstehen. Also Bernhard kann immer noch toll Fantasy-Romane verkaufen mit Heine. So, es funktioniert. Aber die Buchverlage trauen sich oft sehr wenig. So, also die nehmen lieber noch den nächsten Bernhard-Hennen-Roman als irgendwie was Innovatives von einem neuen Autor. Ja. Also es wird einfach, es gibt mehr vom selben. Ich hab noch ganz nebenbei, ich habe irgendwo. Ah, ja. Da bist du immer noch bei Shadowrun. Markus Heitz hat ja auch dafür geschrieben, Ja, genau. der Schattenläufer, es sind quasi ist ein Sammelband, hauptsächlich mit seinem Charakter Pulitzer.
War übrigens tatsächlich sein Charakter, ne? Also Markus hat Pulitzer gespielt. Glaube ich, blind. Letztes Jahr auf der Dreieckkon an dem Sonntag war ja noch ein Let's Play, ein Hexen-Let's Play, geleitet von der Lisa Grimm, wo er mitgespielt hat und es war sehr schön, ihm mal zuzuschauen, wie er spielt. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Gut. Dann bedanke ich mich ganz. Ey, wir haben tatsächlich jetzt fast 1,5 Stunden gequatscht. Ich Finde ich danke, gut. ich danke. Wir haben einen Hat Spielfilm Spaß. gemacht. Das ist ein Spielfilm, der nicht aufhört, finde ich. Ja, das ist richtig so. Es wird niemals aufhören, solange man weiterspielt, entwickeln sich die Geschichten weiter und es wird immer und immer weitergehen. Du leitest ja auch eine Vampire-Kampagne bei uns auf dem Server, ne? Richtig, richtig. Ich leite eine Vampire-Kampagne, die im Laufe der Zeit, also die ist schon ziemlich alt eigentlich, die hatte ich schon letztes Jahr angefangen. Lula by Night. Ja, natürlich. Und die hat sich geändert, die hat, ist gewachsen. Ich habe eine fiktive deutsche Großstadt genommen, weil ich immer das Problem habe, dass ich mich verzettle, wenn ich eine bekannte Großstadt nehme. Also habe ich gesagt, meine ich, ich nehme eine fiktive Großstadt, dann kann ich mich nicht verzetteln. Ich denke mir einfach was anderes aus und die Spieler können sich auch was ausdenken. Und dann ist jemand gewachsen und jetzt in letzter Zeit spiele ich quasi Chicago by Night auf diese fiktive Großstadt umgemünzt. Genau, Hackelschorf schreibt fiktive Großstadt, Bielefeld also. Ja, so ähnlich. Und So es macht ähnlich, ja. sehr viel Spaß. Also gerade, ich habe nochmal gemerkt, wenn ein Profi eine Geschichte schreiben ist halt nochmal was anderes, als wenn man selber sich was ausdenkt. Gerade so bei Vampire und ja, es ist eine schöne Geschichte. Also, ich sag nur, die Lasampa kommen zu den Kamarillen. Und macht Spaß. Ich habe tolle Spieler in der Runde. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich ja immer, wenn es sowas gibt. Und das ist ja lustig. Es gibt tatsächlich diverse Kampagnen auf dem Lula-Server, wo die gleichen Leute schon ganz, ganz lange miteinander spielen. Man bekommt das immer nicht mit, weil das ja in den angekündigten Spielrunden nicht mehr drin ist. Aber ich freue mich, dass immer, dass sich Freundschaften bilden auf dem Lula-Server. Das finde ich Also sehr, sehr schön. für alle, die noch nicht auf dem Nuller-Server sind, da kann ich nur sagen, geht hin, weil wir haben großartige Spielleiter. Wirklich. Also die Ja. manche von, die haben mehr oder weniger da angefangen. Und sind so großartige Menschen und Spielleiter. Es macht einfach nur Spaß. Die Spieler sind wahnsinnig toll, die auf unserem Server rumlaufen. Ich hatte da noch kein negatives Beispiel gehabt, wo ich gesagt habe, Nee, ne? boah, die Runde war jetzt irgendwie. Und die Mitspieler waren so, der eine war schwierig. Ich hätte ihn ja am liebsten rausgeschmissen. Nein, haben wir nicht. Macht einfach nur Spaß. Allein die beiden, ist immer schwierig, einzeln rauszunehmen, aber in dem Fall möchte ich es machen. Die beiden legendären Runden, eine von Knurrkater und eine von Krängen auf dem Community-Treffen auf der letzten Lula-Con, wo Knurrkater diese großartige Aktion gebracht hat, dass sie einen Krimi gespielt hat und die hat in so einer Ziploc-Beutel eine Tasse dabei gehabt und da war Kakao drin. Und es ging halt, das war einer der Beweise, der da waren. Und wenn man die Tüte aufgemacht hat, hat es nach Bittermandel gerochen. Und daran konnte man rausfinden, dass derjenige durch Cyankali vergiftet worden ist. Also, das ist einfach outstanding. Ja. Ja. Also, es ist schon wow. Knurrkater würde mir auch einfallen. Ich hatte sie als Spieler vom letzten Lula-Treffen in der Warhammer Fantasy-Runde gehabt. Da habe ich die Einsteigerbox gespielt, geleitet. Und da war es toll, sie als Spielerin kennenzulernen. Ich habe bei ihr DSK, also die Schwarze Katze, gespielt. Hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich bin bei ihrem Im Discord-Channel bin ich drin, in ihrem eigenen Channel. Ich lese, was sie alles macht und ich finde es Wahnsinn, also wie ich generell Wahnsinn finde, was bei uns alles gemacht wird und wie viel die Leute machen. Ja, also
wie gesagt, da kann ich nur gerade auch nur empfehlen. Wenn jemand irgendwie Spielleiter werden will, macht ja. Ist immer so einfach gesagt, aber ach, kommt einfach zu uns und stellt Fragen und wir haben Antworten. Ist ganz einfach. Kommt einfach her und stellt die Fragen, ihr kriegt die Antworten. Und dann werdet ihr ein super Erlebnis haben. Rollenspiel ist ein super Hobby, das eigentlich keine Grenzen haben sollte. Also vor allem nicht irgendwie, das ist nur was für Nerds. Gibt's nicht mehr. Alles vorbei. Das ist ein richtiges Hobby. Ich hätte den Abend heute nicht besser beschließen können, als mit dieser flammenden Rede für unser Hobby und für Lurch und Lama. Insofern bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du uns das teilhaben lassen. Ich bedanke mich bei euch da draußen, die zugeschaut haben. Ja, habt ihr irgendjemanden, von dem ihr möchtet, dass ich ihn oder sie raide? Ich habe gerade mal geguckt, von den üblichen Verdächtigen ist gerade keiner online. Habt ihr eine Idee, wie man nehmen könnte? Nightingale, stell noch eine Frage. Ansonsten, guck mal, wie man raiden kann. Wie findet ihr das zerbrochene Rad? Ich gestehe, ich habe es nicht gelesen. Auch einer von den klassischen DSA-Romanen. Ich selber habe es nicht gelesen. Ich glaube, ich habe es. Also, ich muss nur mal gucken. Tatsächlich gerade keiner on zum Raiden. Das ist ja lustig. Egal, dann halt nicht. Dann gibt es heute mal keinen Raid zum Abschluss. Dann geht doch einfach zum Abschluss auf den... Achso, Honeyball ist online. Ach, guck. Dann nehmen wir doch Honeyball. Danke, Njörd. Honeyball ist da. Das machen wir doch sehr, sehr gerne. Die fängt in einer Viertelstunde erst richtig an, aber ihr könnt euch wie immer schon vorher mit ihr unterhalten. Finde ich super. Eine tolle Zeichnerin, Autorin und Mensch. Toll. Gut, dann verabschieden wir uns von euch mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Ihr habt euch wohl, inshallah, macht's gut. Ich klicke jetzt hier schon mal auf Raid. Ihr klickt alle dabei. Der Hashtag heute ist Rollenspielliebe. Finde ich gut. Rollenspielliebe nach diesem tollen Schlusswort.